So eine neue Plattform, die kann einen erstmal überfordern. Und darum werden wir uns die Einstellungsmöglichkeiten von Divi und WordPress jetzt erstmal gemeinsam ansehen. Hi, ich bin Udo und du schaust So geht Bloggen. WordPress und Divi bieten relativ viele Möglichkeiten, um es an dein Projekt anzupassen. Kleiner Tipp, hol dir besser noch einen Kaffee, dieses Video wird etwas länger. Ja, und wir starten auch direkt durch, denn Divi und WordPress haben relativ viele Einstellungsmöglichkeiten und dieses Video soll ja auch nicht 60 Minuten lang werden und dich letztendlich langweilen. Wenn ich auf manche Sachen nicht im Detail eingehe und die dich aber interessieren, schreib mir gerne einen Kommentar unter das Video und dann gehe ich da im Nachhinein nochmal gerne drauf ein. Wir legen los mit den Einstellungen, die WordPress uns zur Verfügung stellt. Und zwar gehen wir auf die allgemeinen Einstellungen. Hier sehen wir erstmal, wir haben den Titel der Webseite, der wurde übernommen von der Installation, die wir bei Raidboxes gemacht haben. Der Untertitel ist ja so eine Art Subheadline, die bei manchen Themes auch ausgegeben wird. Hier erscheint die, soweit ich weiß, nur im Titel aktuell. Also der Titel von der Webseite ist dann So geht Bloggen und dahinter würde dann halt noch dieses stehen. Und da macht es durchaus Sinn, irgendwie was reinzuschreiben, was halt zum Thema der Webseite passt. Also erfolgreich zum eigenen Blog schreiben wir da jetzt mal rein. So, dann haben wir die URL, die ist hier fest. Das ist ein Feature von Raidboxes. Normalerweise kann man den hier frei editieren, aber steht ja die richtige Adresse drin. Dann haben wir E-Mail-Adresse. Darüber wird man informiert, zum Beispiel über neue Kommentare, Updates und so weiter. Also hier auf jeden Fall sinnvoll, auch eine valide E-Mail reinzuschreiben. Mitgliedschaft. Wir wollen nicht, dass sich jeder registrieren kann. Es gibt Webseiten, wo das sinnvoll ist, wo es Mitgliederbereiche gibt und so weiter. Für uns macht das jetzt keinen Sinn. Dementsprechend können wir das außer Acht lassen. Sprache Deutsch ergibt sich von selbst. Zeitzone Berlin, Datumsformate, Zeitformat und Woche. Ja, macht alles Sinn. Änderungen übernehmen. Dann gehen wir in den Reiter Schreiben. Standardbeitragskategorie ist allgemein. Wir haben im Moment auch keine andere. Also wenn neue Beiträge verfasst werden in unserem Blog, landen die automatisch in der Kategorie allgemein. Könnte man hier ändern, wenn man andere Kategorien hätte. Haben wir nicht, also lassen wir die erstmal. Standardbeitragsformat kann auch so bleiben. So, E-Mail schreiben. Wenn ihr eure E-Mails über einen SMTP-Server und nicht über den direkt über den Hoster senden wollt, müsst ihr hier eure SMTP-Daten eintragen. Die meisten sehe ich jetzt gerade hier mit einem Fragezeichen über dem Kopf. Lasst die Sachen einfach so, wie sie sind. Dann wird der Server einfach selbst per PHP senden und ihr habt da soweit nichts mit zu tun. Rest können wir auch so lassen. Gehen wir weiter. Lesen. So, Startseite zeigt. Die Einstellung haben wir gleich nochmal bei Divi, deswegen lassen wir die hier außen vor. Blog 10, auch alles Sachen, die noch eingestellt werden. Sichtbarkeit für Suchmaschinen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht bei Raidboxes gehostet habt, sondern irgendwie einen anderen Hoster genommen, dann könnt ihr hier ausstellen, dass die Seiten indiziert werden, bis ihr fertig seid mit eurem Setup und dann gebt ihr die Seite wieder frei. Die meisten Webseiten halten sich daran, wenn ihr dieses Tag setzt, aber auch nicht alle. Also das ist keine Garantie für euch, dass da keiner draufkommt. Diesen HTML-Access-Schutz, den wir über Raidboxes gesetzt haben, wo ein Passwort eingegeben werden muss, der kann von Suchmaschinen nicht einfach umgangen werden. Gehen wir zur Diskussion.
So, das ist jetzt hier ein sogenannter Pingback. Also wenn ich einen anderen Blog in meinem Artikel verlinke, dann wird der darüber benachrichtigt und mein Link erscheint dann wie von Zauberhand in den Kommentaren bei ihm. Das ist eine schöne Sache, so kriegen wir Backlinks, wenn wir andere Blogs verlinken, sofern die das bei sich auch eingeschaltet haben, und von daher sollte man den anlassen. Linkbenachrichtigung von anderen Blogs, also man bekommt selbst dann auch Pingbacks, wenn der eigene Blog von anderen verlinkt wird, lassen wir dementsprechend auch an, weil wir wollen den anderen Bloggern ja auch ein bisschen Motivation geben, zusätzliche Motivation geben, uns zu verlinken. Und wir wollen auch Besuchern erlauben, neue Beiträge zu kommentieren. So, hier steht auch, kann nochmal individuell bei jedem Beitrag eingeschaltet oder ausgeschaltet werden. Also wenn ihr irgendwie mal ein Statement schreiben wollt, was ihr nicht zur Diskussion stellen möchtet, dann könnt ihr bei dem Beitrag im Speziellen sagen, okay, hier jetzt keine Kommentare erlauben. Grundsätzlich würde ich den Haken aber natürlich anlassen. Man möchte ja, dass die Besucher Kommentare da lassen und mit dem Blog interagieren. So, dann wollen wir auch, dass Benutzer einen Namen und eine E-Mail hinterlassen, wenn die einen Kommentar schreiben, ja, damit man halt zumindest ein Mindestmaß an Identifikation hat über den Namen und die E-Mail-Adresse. Dann wollen wir nicht, dass sich diejenigen registrieren wollen. Zum einen haben wir die Registrierung ausgeschaltet. Und zum anderen würde das wahrscheinlich kaum einer machen und man würde den Leuten nur unnötig erschweren, sich hier zu beteiligen. Kommentare zu Beiträgen, die älter als 14 Tage sind, automatisch schließen. Ich kenne Blogs, wo diese Funktion an ist. Ich frage mich aber nach wie vor, was der Sinn dahinter ist. Also man erzeugt dadurch vielleicht eine Art von Verknappung, ja, also keine Ahnung, der Besucher denkt sich dann, oh ja, ich wüsste, was ich dazu schreiben möchte, mache ich in 2 Wochen. So kann er nicht, weil dann sind die Kommentare geschlossen, also macht er direkt. Halte ich jetzt eher für fragwürdig. Wenn ihr eine Idee habt, was man mit dieser Option erreichen kann oder möchte, schreibt mir gerne mal einen Kommentar. Mir erschließt sie sich nicht. Deswegen lasse ich die eigentlich auch grundsätzlich aus. Verschachtelte Kommentare, das ist, wenn ich auf einen Kommentar, der bereits in meinem Blog ist, also Besucher A hat einen Kommentar geschrieben und ich möchte auf diesen Kommentar antworten und nicht auf den Beitrag selbst einen Kommentar abgeben, dann werden die so untereinander verschachtelt, wie man das zum Beispiel auch von Facebook heutzutage kennt. Und die Funktion ist durchaus sinnvoll, deswegen, also damit man halt sehen kann, wer antwortet jetzt worauf. Deswegen lasse ich die auch immer an, mit 5 Ebenen sollte man auf jeden Fall auch hinkommen. Hier hättet ihr theoretisch ein richtiges Luxusproblem. Also wenn ihr mehr als 50 Top-Level-Kommentare pro Beitrag habt, dann könnt ihr einstellen, dass die Seite umbricht, damit die anderen Kommentare geladen werden. Aber die 50 Kommentare, die müsst ihr erstmal zusammenkriegen und ich lasse die Option jetzt mal aus. So, hier könnt ihr euch überlegen, wollt ihr eine E-Mail haben, wenn jemand einen Kommentar schreibt, wenn ein Kommentar auf Freischaltung wartet, ergibt beides durchaus Sinn. Ihr bekommt mit, wenn Leute mit eurer Seite interagieren und vor allen Dingen auch auf Freischaltung warten. Ja, wenn jemand einen Kommentar hinterlässt, möchte er natürlich auch möglichst schnell freigeschaltet werden. Und da ihr nicht alle paar Sekunden auf eurem Blog seid, lasst euch einfach eine E-Mail schicken, dann bekommt ihr sofort mit, wenn ihr da aktiv werden müsst. Bevor ein Kommentar erscheint, muss der Kommentar manuell genehmigt werden. Ja, ich möchte das, weil ich möchte gerne lesen, was auf meinem Blog erscheint, bevor es da erscheint. Die alternative Möglichkeit ist, muss der Autor bereits einen genehmigten Kommentar geschrieben haben. Heißt, Autor A schreibt einen Kommentar, den ersten, dann muss ich den genehmigen. Er schreibt den zweiten, heißt, er hat einen genehmigten Kommentar schon hinterlassen, wird automatisch freigeschaltet.
So, ob ihr das wollt oder nicht, müsst ihr für euch entscheiden. Ich lasse die Funktion aus, weil ich möchte einfach prinzipiell lesen. Ja, nur weil jemand jetzt einen ersten anständigen Kommentar geschrieben hat, heißt das ja nicht, dass der zweite auch so ist. Und deswegen sind meine Einstellungen immer diese hier. So, hier könnt ihr nochmal festlegen, wenn ihr hier gewählt habt, dass automatisch freigeschaltet wird, dass aber trotzdem in die Warteschlange geschoben wird oder in die Kommentarschlange geschoben wird, wenn mehr als zwei Links in dem Beitrag sind, also dann könnt ihr die Sicherheit ein bisschen erhöhen für euch. Dann gibt es einen Blacklist oder ja, in dem Fall wäre es mehr so ein Greylist-Filter, also die landen dann, alle Kommentare, die diese Wörter, die ihr hier reinschreibt, enthalten, landen in der Freischaltliste. Und alle, die hier drin stehen, die landen direkt in der Spam-Liste. Da ich ja sowieso jeden Kommentar einzeln freischalte, lasse ich die beiden eigentlich immer leer. Avatare auf jeden Fall anschalten, ist immer ein ganz schönes Feature, vor allen Dingen für andere Blogger, die halt auch bei Gravatar hinterlegt haben, ihr Bildchen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Jugendfrei würde ich anmachen, damit ihr da keine Probleme bekommt. Und hier unten wählt ihr einfach ein Standard-Avatar, was euch am besten gefällt. Irgendwie was Neutrales, so wie dieses oder dieses. Oder hier die unteren sind halt so kleine Monsterbildchen, die individuell jedes Mal erstellt werden pro Besucher. Wer es mag, ich habe es meistens an, ist aber eine Geschmackssache. So, Mediathek. Hier könnt ihr nochmal eure Bildgrößen festlegen. Und ich lasse jetzt einfach mal die Standardgrößen drin. Bei dem großen Bild gehe ich auf 1200 und 1200. Damit ich ein bisschen mehr Bildqualität habe, wenn ich auch in voller Breite Bilder darstelle. Ansonsten können die Einstellungen so erstmal bleiben. Wenn ihr feststellt, okay, hier die mittlere Größe, ich brauche die öfter und das ist zu klein oder zu groß, könnt ihr die hier einfach entsprechend abändern. Permalinks. Da geht es um die Linkstruktur eurer Beiträge und wir wollen das hier nicht in unserer URL mit drin haben und deswegen wechseln wir hier auf Beitragsname. Alle anderen Optionen könnt ihr im Grunde so lassen und übernehmen. Limit Login Attempts ist ein spezielles, Plugin normalerweise, was ihr separat installieren müsst. Bei Raidboxes ist es im Standard dabei und verhindert, dass ihr, dass Leute mittels Brute Force Attacken eure Passwörter versuchen zu hacken, beziehungsweise euren Account versuchen zu hacken. Und wenn dieses Feature an ist, dann hat derjenige, der sich einloggen möchte, nur 4 Versuche, seinen Benutzername und sein Passwort einzugeben. Danach wird er gesperrt. Und zwar für 24 Stunden, nee, erstmal für 20 Minuten, genau so. Und wenn er das Ganze dann 4-mal hintereinander getrieben hat, dann wird er sogar für 24 Stunden gesperrt. Diese Dauer von den 4 Versuchen gilt über 12 Stunden. Also diese Einstellung, ich lasse die immer im Standard, nur mal um euch das grob zu erklären. Das könnt ihr auch im Standard so lassen. Log-IP ist so eine Sache. IP-Adressen sind ja nach neuester Datenschutzrechtsprechung personenbezogene Daten. Deswegen würde ich die hier nicht speichern. Könnt ihr euch im Grunde auch eh nichts verkaufen. Da sind irgendwelche China-Bots oder Asien-Bots am Start. Und ob ihr da jetzt die IP wisst oder nicht, bringt euch im Grunde nichts. Den könnt ihr hier mal zum Spaß anmachen, um zu sehen, wie viele Versuche da tatsächlich auf euren Blog gefahren werden, um sich in eurem Admin-Bereich einzuloggen, und da werdet ihr überrascht sein. Habt ihr aber nicht mehr oder weniger von, ihr müsst da nicht aktiv werden oder so, ist einfach nur eine Information, also ihr könnt den Haken auch einfach rauslassen, ist nur der Neugier halber.
So, ich hoffe, ihr seid noch nicht eingeschlafen, denn wir machen direkt weiter mit den Divi-Einstellungen. Und auch hier haben wir einige Möglichkeiten, Sachen einzustellen und zu ändern. Und wir haben schon 15 Minuten auf der Uhr. Deswegen werde ich hier auch versuchen, relativ schnell durchzugehen, aber trotzdem das Nötigste zu erklären. So, wir starten auf den Theme Options und können hier erstmal unser Logo und unser Favicon hinterlegen. Und das machen wir einfach, indem wir hier auf Hochladen klicken, Datei auswählen, wie diese ganze Medienverwaltung funktioniert. Da gehe ich auch nochmal genauer drauf ein. Ich wähle mein Logo. So, hier setzen wir nochmal eben einen richtigen Titel rein. Bei den Bildern immer Titel und Alternativtext eintragen. Und ich setze auch mein Icon. So, das Icon ist das, was ihr oben immer in den Reitern von euren Browsern seht. Ja, also dafür ist dieses Favicon. Feste Navigationsleiste an oder aus. Das bedeutet, die Leiste scrollt mit oder nicht. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das hier ist jetzt die feste. Die wird zwar ein bisschen kleiner, aber wir können das auch schon mal mit unserem neuen Logo machen, dann wird es ein bisschen deutlicher. Ich speichere mal kurz die Änderung. Starte neu. Tada, unser Logo. So, und wir haben jetzt hier eine feste Größe. Und wenn wir mal hier wieder auf den Artikel, sonst funktioniert das nicht. So, und wenn wir dann nach unten scrollen, dann wird die zwar etwas kleiner, aber ist immer noch da, permanent. Wenn ich die deaktiviere, dann scrollt die aus dem Bild. Und das macht Sinn, wenn ihr ein sehr großes Logo habt. Auch wenn es minimiert wird, nimmt es einfach viel Platz weg. Und wenn es dann halt groß ist und klein skaliert wird, kann man es eh nicht mehr lesen. Also die beiden Optionen habt ihr. Ups. Da waren wir noch nicht. Wir waren. Nein. Mein Gott. So, da waren wir. Genau. Müsst ihr überlegen, wie es am besten zu eurem Bild, eurem Logo, eurem Header passt. Aber dafür ist die Option halt da. So, die Divi-Galerie. Ihr könnt die anmachen, dann habt ihr die Galerie, ja, die Divi halt bietet, oder ihr lasst die aus, dann habt ihr die WordPress-Galerie. Die Unterschiede, da gehen wir im Content eventuell später nochmal drauf ein. Erstmal lassen wir die aus. Die Standardfarbpalette ist ganz interessant, denn hier könnt ihr eure Farben, die ihr öfter benutzt, weil halt das sind eure CI-Farben, die könnt ihr hier einstellen und die stehen euch dann an anderen Stellen zur Verfügung. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt überhaupt kein Lila, da haben wir nichts mit am Hut, aber wir benutzen ein Grau. Dann können wir hier ein Grau einstellen. Also ihr könnt natürlich auch einfach hier so rumdrehen, ne, und eine Farbe auswählen. Wenn ihr die Hexadezimalzahlen hier nicht kennt, so, wir wollen jetzt aber ein Grau haben. Ich zeige euch gleich an anderer Stelle, wo wir davon profitieren. Erstes Bild aus Beitrag verwenden, lassen wir mal außen vor. Wenn ihr hier, ne, also wenn ich jetzt über Sachen hinweggehe und ihr da mehr zu wissen wollt, könnt ihr auch immer hier auf dieses Fragezeichen klicken, dann bekommt ihr eine Erklärung dazu. Dieses Fragezeichen ist erst da, wenn ihr in der Linie seid, also nicht wundern, ne, wenn da kein Fragezeichen ist. Blockmodus lassen wir aus. Sidebar Layout. Lassen wir im Standard. So, jetzt wird es hier spannend. Google API Schlüssel. Wenn ihr irgendwie Dienstleister seid oder ja irgendwie auch eure Adresse relevant ist, dann macht es in den meisten Fällen auch irgendwie Sinn,
eine Anfahrtsbeschreibung oder eine Karte anzuzeigen, und dafür braucht ihr den Google API Schlüssel. Ja? Das ist aber ein eigenes Video für sich, würde ich sagen, wie man den bekommt und dann hier einrichtet. Wer da Interesse hat, schreibt mal in die Kommentare, ob ich so ein Video machen soll. Da wir jetzt keinen API-Schlüssel haben und auch keine Karte darstellen, brauchen wir auch die Google Maps-Skripte nicht laden, und dementsprechend deaktivieren wir den Teil hier, sonst laden wir die halt unnötig und verbrauchen da Speicherplatz. Ladezeit, nicht Speicherplatz. Dann haben wir hier diese vier. Warum das jetzt ausgerechnet diese vier sind, ja, Google Plus benutzt wahrscheinlich außer Bill Gates niemand mehr, ich weiß es nicht. Gemeint sind damit diese hier. Hier könnt ihr eure Social Media Kanäle verlinken, aber halt nur die vier, die auch hier angegeben sind. Und da macht es durchaus Sinn, das Ganze über eine andere Lösung zu machen, und deswegen schmeißen wir die vier einfach mal an der Stelle raus und individualisieren den Footer nachher an anderer Stelle. Ansonsten, wenn ihr sagt, ach nö, ich habe hier eh nur Facebook und Twitter, dann könnt ihr hier eure Accounts verlinken, und dann würden halt diese Icons unten stehen bleiben und man könnte sich darüber zu euren Accounts klicken. So, WooCommerce hat was mit E-Commerce, mit Shopping zu tun, ist möglich über Divi, brauchen wir jetzt nicht. Das lassen wir alles im Standard. Datumsformat, dann gucken, steht hier ein Beispiel. So, da holen wir uns mal eben kurz. Da sind auch nur die englischen. Ich verschwende die Zeit mal nicht. Ich blende euch im Nachhinein ein, was hier reinkommen sollte. Das ist auf jeden Fall das englische Format. Gibt es dann im Nachhinein. So, lassen wir alles so stehen. Genau, die beiden sollten auf jeden Fall an sein, auch wenn wir durch Raidboxes eh auch nochmal einen externen Cache haben, werden hier halt alle externen Skripte und CSS-Files zu einem kombiniert, und dementsprechend verbrauchen wir weniger Ladezeit. So. Dann gehen wir zum Design-Modifikator, und jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir hier ganz viel zum Einstellen. Und wir gehen jetzt hier von oben nach unten einfach mal schnell die wichtigsten durch. Website-Identität haben wir schon angepasst, brauchen wir nichts machen. Website-Icon, laden wir nochmal unser Icon hoch. Genau, da wird es auch nochmal gezeigt, ne, wie es aussieht hier. 512 mal breit mal hoch, und genau, so, Layout-Einstellung. Warum das hier auf 1080 steht, weiß ich nicht. Wir machen 1920, das ist der aktuelle Full-HD-Standard, und nur mit dieser Einstellung wird eure Seite auch auf großen Monitoren mit Full-HD-Auflösung vernünftig aussehen. So, dann könnt ihr hier eure Akzentfarbe ändern, und da sieht man jetzt diese Standardfarbpalette, die wir gerade bearbeitet haben, und hier ist jetzt unser Grau, wo vorher das Lila drin war. Und immer wenn ihr hier Sachen ändert, jetzt ist natürlich auf dem hier kein Akzent gesetzt, das ist natürlich blöd. Hier auch nicht. Okay, ich lasse mal dieses Blau im Standard. Zeige euch das an einer anderen Stelle. Nämlich die Linkfarbe im Body. So, wenn wir jetzt hier grün nehmen, dann seht ihr direkt immer hier die Änderung, wie sich das Ganze auswirkt. Bei mir passt dieses Blau jetzt erstmal. Schriftgröße im Body ist 14, ist, sieht man hier, relativ klein, und daher würde ich mindestens 16 empfehlen, 18 würde aber theoretisch auch noch gehen.
müsst ihr für euch entscheiden. Aber hier an der Stelle könnt ihr halt eure Einstellungen global für die gesamte Seite anpassen. Den Header, das sind diese hier, die Überschriften, könnt ihr auch größer setzen, die Farben individuell ändern und so weiter. Die Schriftfarbe ist grau. Hier kann man zum Beispiel dann hingehen, vielleicht ein dunkleres Grau nehmen, wenn einem der Kontrast da zu niedrig ist und so weiter. Also hier habt ihr alle Einstellungsmöglichkeiten für die Typografie. Hintergrund machen wir nicht. So, dann gehen wir in den Header. Das können wir alles so lassen. Hier könnt ihr euch mal die Sachen angucken. So kann man das Ganze auch zentrieren. Mir persönlich gefällt diese Variante eigentlich am besten. Dann auch hier für die Menüleiste. Hier kann man dann die Höhe einstellen. Na, ihr seht immer direkt den Vorher-Nachher-Effekt. Hier könnt ihr den Standard immer wieder einstellen, wenn ihr euch mal, also ihr probiert hier Sachen aus und dann wisst ihr nicht mehr, oh, was war vorher. Einfach hier auf diese kleine, auf den Pfeil klicken und dann ist wieder alles im Standard. Ich kann euch jetzt hier im Grunde halt nicht viel zu sagen. Ihr könnt euch da durchklicken und gucken, was euch am besten gefällt und dann für euch entsprechend einstellen. So, sekundäre Menüleiste haben wir keine. Ansonsten könnt ihr hier auch wieder die Einstellung, Farben, Größe und so weiter vornehmen. Hier das gleiche für den Header hier oben. Logobild verbergen ist für den einen oder anderen vielleicht interessant, der kein Logo hat. Dann steht hier nicht einfach irgendwie ein Titel oder so. Findet ihr hier unter festgelegte Navigationseinstellungen. Header-Elemente, hier kann man zum Beispiel die Suche an- und ausschalten, also dass diese Lupe angezeigt wird. Ich lasse die am Anfang meist aus, weil die Seiten und die Inhalte so überschaubar sind, dass man da keine Suchfunktion braucht. Telefonnummer und E-Mail könnt ihr hier eintragen, dann erscheint oben nochmal so ein Balken, wo diese beiden Informationen entsprechend drin sind. So, dann kommen wir schon zum Footer. Wir können hier auswählen, ob wir ein 3, 4, 2 einspaltiges und so weiter Format haben wollen, also was immer ihr wollt. Ich fahre ganz gut immer mit der 3-Spalten-Variante und auch die Hintergrundfarbe könnt ihr hier entsprechend auswählen. Dann könnt ihr die Widgets, die ihr in dem Footer benutzt, über diesen Karteireiter hier stylen. Also auch wieder Farbe, Größe, Schriftart und so weiter. Wir wollen diese Social Media Icons nicht anzeigen. Hier wieder Einstellungen der Farbe, speziell vom Menü. Und diese unterste Leiste, das ist nochmal hier die mit dem Copyright und so weiter. Und wenn ihr diesen Credits, also dieses Copyright hier nicht drin stehen haben wollt, dann könnt ihr den entweder hierüber entfernen oder aber hier zum Beispiel euren eigenen reinschreiben. So. Na, dann habt ihr hier eure eigene Copyright-Hinweise oder was auch immer ihr da hinschreiben wollt. Nehmen wir mal wieder raus. Und macht das Ganze so. So, wo sind wir? Schaltflächen. Das sind so Buttons, die ihr benutzen könnt. Haben wir jetzt hier gerade keinen als Beispiel. Da könnt ihr halt festlegen, auch wieder die komplette Optik, ob ihr da hier so einen Pfeil oder wie auch immer benutzen wollt. Ob dieser Pfeil links oder rechts vom Text stehen soll. Also alle diese Sachen könnt ihr hier einstellen. Klickt euch da mal durch. Das nochmal das gleiche für, wenn man dann mit der Maus auf dem Button drauf ist. Dann kann sich die Farbe so ein bisschen verändern, damit man sieht, okay, da ist so ein klickbarer Button. Dann kommen wir zum Blog. Auch hier die Beiträge. Na, wie sollen die optisch aussehen? Könnt ihr hier einstellen. Mobile, hier nochmal als Vorschau, kann man hier einstellen.
Farbschema, Standard, gibt es jetzt auch nichts so zu erklären. Menüs ist ganz interessant, da gehen wir aber drauf ein, wenn wir auch wirklich eigene Menüs haben. Im Moment haben wir keine Beispieldaten, deswegen gehe ich da nicht näher drauf ein. So, dann können wir zum Beispiel Widgets festlegen für unsere Seitenbereich. Hier sind schon welche eingetragen. Neueste Kommentare, Archiv, die findet ihr hier dann immer wieder. Und wenn ihr zum Beispiel keinen Meta haben wollt, dann klickt ihr hier auf Entfernen und dann ist das hier auch weg. Das gleiche gilt für die Fußbereiche. Wir haben jetzt nur noch drei. Wenn wir im dritten Fußbereich zum Beispiel die letzten Kommentare haben wollen, dann können wir das hier auswählen. Und dann kriegen wir hier im Fußbereich die neuesten Kommentare. Okay, der schiebt sich jetzt hier rüber, weil die anderen noch leer sind. Aber so könnt ihr das Ganze hier befüllen mit Inhalt. So, dann den Teil hatten wir vorhin bei den WordPress-Einstellungen kurz übersprungen, weil ich gesagt habe, man kann das auch hier einstellen. Und zwar legt man die Startseite fest. Und wir nehmen eine statische Seite. Und wir haben jetzt leider nur die Beispielseite. Ansonsten, wenn ihr noch andere Seiten erstellt habt, am besten nennt ihr die dann auch Startseite. Dann könnt ihr die hier einfach auswählen. Und jedes Mal, wenn einer www.sogehtbloggen.de aufruft, dann bekommt er diese Seite als Startseite angezeigt. So, hier könnt ihr auch nochmal eigenes CSS eintragen. Ich denke mal, das werden die meisten nicht tun wollen und deswegen gehen wir da auch schnell wieder raus. So, ganz wichtig, speichern und publizieren nicht vergessen und dann über dieses X wieder schließen. So. Der Modulmodifikator. Ich weiß, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten und man hätte wahrscheinlich auch drei Videos machen können, aber ich hoffe, ihr haltet durch. Hier braucht ihr im Grunde auch nicht viel einstellen. Ihr könnt hier die Standardeinstellungen der Module anpassen. Da ihr die Module alle noch gar nicht kennt, gehe ich da auch gar nicht groß drauf ein. Ich will euch nur mal zeigen, wo es ist und wie es geht. Also bei Bild zum Beispiel ist im Standard eine Animation von links nach rechts. So, mich nervt das total. Ich muss bei jedem Bild, was ich irgendwo einbinde, diese Animation ausmachen. Deswegen kann ich hier einfach sagen, die Standardeinstellung auf keine Animation setzen. Speichern und publizieren. Und das könnt ihr hier für alle Module machen. Wie gesagt, wir gehen da vielleicht nochmal im Detail drauf ein. Da wir jetzt die ganzen Module auch noch gar nicht besprochen haben, macht das nicht so wirklich viel Sinn. Rolleneditor brauchen wir auch nicht unbedingt, weil ihr keine anderen Autoren habt. Zumindest haben wir hier noch keine Benutzer angelegt. Ansonsten könnt ihr hier sagen, welcher User, der Administrator in dem Fall, welche Berechtigung hat. Ne? Wenn jetzt jemand nur Autor ist, hat er weniger Rechte. Und auch die kann ich auch noch weiter beschneiden, wenn ich möchte. Die Divi-Bibliothek. Hier, also wenn ihr zum Beispiel ein Layout erstellt habt, was euch gut gefällt, was ihr auch nochmal auf einer anderen Seite benutzen wollt, dann könnt ihr das immer bei den Layouts auch speichern und die werden hier quasi verwaltet. Also hier könnt ihr sehen, welche Layouts habt ihr und ihr könnt die auch importieren und exportieren. Insbesondere importieren ist ganz interessant, weil Divi ist halt ein sehr verbreitetes Theme und viele Leute haben dafür schon Templates erstellt. Und da gibt es dann zum Beispiel so Pakete, da kann man dann 50 verschiedene Landingpages runterladen oder, keine Ahnung, 50 fancy über uns Seiten. So, ne? Und die könnt ihr dann einfach importieren, eine auswählen und dann für eure Zwecke benutzen. Also wirklich eine ganz coole Sache. Nochmal ganz kurz hier, wir sind die Leiste noch nicht durchgegangen. Haltet durch, wir nähern uns dem Ende. Navigation, dazu sage ich gar nicht mal so viel, weil wir diese Standardnavigation von Divi nachher nicht nutzen werden. Dann der Bilder, ja, könnt ihr so im Standard lassen. Die Produktur, guckt euch die mal an. Ansonsten könnt ihr den hier deaktivieren, wenn ihr wisst, wie es geht. Layout können wir Einstellungen vornehmen, das machen wir nachher im Detail, wenn wir an die Beiträge rangehen. Anzeigen, ja,
könntet ihr hier machen, tut's bitte nicht. Ihr versaut euch für ganz billiges Geld euren Blog mit schlechter Werbung. 468x60 Banner guckt sich heute keine Sau mehr an, wird von den meisten Adblockern rausgefiltert, teilweise sogar schon von Browsern rausgefiltert. Also macht das bitte nicht. SEO nutzen wir auch überhaupt nicht, weil wir ein eigenes Plugin benutzen später und deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht näher darauf ein. Integration ist eher für Fortgeschrittene, würde ich sagen. Lasst die Sachen im Standard. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Und Updates, das ist noch ein wichtiger Punkt. Hier müsst ihr euren Benutzernamen eintragen und den API-Schlüssel. Beides findet ihr bei Elegant Theme in eurem Account. Wenn ihr die Sachen nicht eintragt, könnt ihr keine Updates ziehen. Also die beiden Sachen hier eintragen und dann nochmal auf Speichern. Ich habe jetzt gerade die Seite nicht offen und die kenne die Daten natürlich nicht auswendig. Deswegen lasse ich es jetzt mal vorübergehend offen. So. Ich hoffe, ein Teil von euch ist nicht eingeschlafen und hat bis zum Ende durchgehalten. Wir sind alle Optionen im Groben durchgegangen oder haben diese zumindest angerissen. Alles kein Hexenwerk und auch relativ selbsterklärend. Ihr habt hier, wie gesagt, auch immer noch dieses Fragezeichen dahinter. Und wenn Fragen offen sind, meldet euch einfach. Ich bespreche die gern mit euch. Du siehst, auch diesen Schritt haben wir gemeinsam gemeistert auf dem Weg zu deinem ersten eigenen Blog. Im nächsten Video erkläre ich dir, was Plugins sind, welche wir brauchen und wie wir die installieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da. Und wenn du mehr zum Thema erfolgreiches Bloggen wissen möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss und Ciao, ciao.